Ihr seht hier einen wunderschönen Sommerflitter oder auch Schmetterlingsbusch, wie man im Volksmund sagt, weil er ganz viele Schmetterlinge oben drauf hat. Er kommt aus China, hat sehr schöne Blüten, schmeckt gut und hat sehr viel Nektar. Und das zieht dann ganz viele Insekten, Bienen und Schmetterlinge an. Darum sagt man ihm eben auch Schmetterlingsbusch. Er tut aber auch sehr schnell Samen bilden, wie ihr hier seht. Und das ist das Problem. Er ist nämlich aus China, ist also eine ortsfremde Pflanze, ist ein invasiver Neophyt und hat pro so Studie, die ihr jetzt hier seht, etwa 3 Millionen kleine Samen, die über den Wind weitergetragen werden können oder auch über das Wasser, wenn die Samen ins Wasser fallen. Und dann kann es auf freien Flächen, die in der Natur vorkommen, die eigentlich sehr wertvoll wären für Pionierpflanzen, kann er dann sehr schnell wieder wachsen. Und die Samen bleiben dann auch bis 40 Jahre im Boden noch keimfähig. Und er wächst sehr stark und sehr in die Weite, auch mit Ausläufern, nicht nur mit Samen. Und tut dann ganz grosse, dichte Bestände machen und alles Einheimische dort verdrängen. Und damit halt auch die Artenvielfalt und Biodiversität bedrängen. Jetzt geht es darum, den Sommerflitter rauszunehmen. Und damit wir besser dazukommen, tun wir jetzt zuerst so viele Äste wie möglich mit der Astschere abschneiden. Jetzt kommt als nächstes die Sage dran, wo wir die gröberen Äste noch absagen, damit wir dann überhaupt gut dazukommen, von unter dem Stamm zu ziehen. Ich tue jetzt mal zuerst hier. Jetzt haben wir den Stamm so weit freigelegt, dass man die Strauchzwinge einsetzen kann. Wir haben drei verschiedene grosse Strauchzwinge, die man in der Stadt Bern mieten kann, wenn man in der Stadt Bern wohnt, damit man eben so Büsche ausschliessen kann. Jetzt müssen wir die Strauchzwinge so gut wie möglich um den Stamm herum bringen und den einklemmen. Ich habe jetzt hier noch etwas hergetan, um zu unterstellen, dass es einigermassen gerade ist. Dann müssen wir hier oben am Hebel ziehen. Dann sollte mit dem Schwergewicht die ganze Wurzel rausgezogen werden. Wenn ihr einen Sommerflitter habt auf eurem Grundstück oder nicht gerade entfernen könnt, dann verhindert doch wenigstens vorher, verhindern, dass er nicht absamen kann. Das heisst aber, dass man recht früh die Daut abschneiden muss. Ihr seht jetzt hier, hat schon Samen gebildet und da blüht er noch. Jetzt ist es wichtig, dass man den Sommerflitter nicht auf dem eigenen Kompost entsorgen, weil die Samen werden dann wieder wachsen, die gehen nicht kaputt. Man kann es auch nicht einfach normal kompostieren. In den meisten Gemeinden in der Stadt Bern kann man es mit der Grüngutabfuhr von Stadt Bern mitgeben, weil das ist eine professionelle Kompostierung, wo keine Samen mehr nachwachsen können, wo keine Wurzelteile mehr, man dann noch die Wurzel rausnimmt. Was man kann, ist es einfach in die Verbrennungsanlage geben, zum Entsorgen. Dann wird es verbrannt und kann auch nichts mehr passieren.